Fragezeichen. Warum waren wir denn da nicht? Na gut, jetzt gehen wir aber erstmal zum Herz des Waldes. Das ist eine Iriba-Lilie. Oh. Und sie erblickten eine Lilie von blendender Schönheit. Eine Schlinge für jede sterbliche Seele. Oder so ähnlich. Gebt Acht! Lasst euch nicht von ihr verzaubern! Spannend, spannend, aber auch irgendwie ein bisschen problematisch. Takate ist schon wieder mal verzaubert durch einen Zauberzwang. Finde ich eigentlich ganz cool dargestellt mit diesen Spinnenfäden, oder beziehungsweise Marionettenfäden hier. So, aber Takate kann sich offensichtlich immer noch bewegen, weil er ist ja dran. Tja. Also sie hat 82 Lebenspunkte und kann nicht zaubern. Das ist doch gar nicht schlecht. Also sie kann irgendwie uns unter Zwang stellen, aber sie kann nicht zaubern. Und dieser Waldschrat, das ist, müsste ja Marbis sein. Den müssen wir nicht unbedingt bekämpfen. Wir müssen nur diese Lilie hier kaputt machen. Und dann sollte der Waldschrat auch automatisch irgendwie geheilt sein, sage ich jetzt mal. Haben wir irgendwie ein Waffenset? Ein Fernwaffenset? Nein. Wir könnten hier diesen schwarzen Lotus schleudern, aber die Frage ist, ob sie hier nicht immun gegen Giftschaden ist. Holzwürmer wäre doch interessant. Frisst sich doch Holz. Besteht sie aus Holz? Tja, wir könnten es probieren, Leute. Machen wir das doch mal. Wir laufen mal hier vor, damit wir besser treffen können. Und werfen dann mal die Holzwürmer. Geht das? Ne, ich glaube, das geht nicht. Wisst ihr was? Wir gehen in den Nahkampf. Die Hexe ist dran. Zorn der Elemente. Tja, irgendwie stimmt da was nicht, weil er ist hier immer noch aktiviert. Das ist alles ein bisschen sehr merkwürdig. So, da haben wir das Problem, dass wir jetzt in der Angriffsreichweite dieses Dings da sind. Wir gehen auch hier mit unserem Zwerg in den Nahkampf. Oh, oh, was ist das? Nein, geh weg! Jetzt sind wir auch noch vergiftet zu einem Überfluss. Sollen wir den Zwerg erstmal entgiften? Welches Gift ist es denn? Stufe 3. Ja, Geschwindigkeit minus 4. Und, okay. Mhm. Dann schicken wir doch mal... Was machen wir denn? Tja, wir hätten vielleicht doch nicht so voreilig hierher laufen sollen. Aber gut, haben wir jetzt gemacht. Ja, dann schicken wir doch hier mal einen Zauber. Und zwar ein Doppel-Fulminictus gegen die Pflanze. Ah, das hat aber irgendwie keinen Schaden verursacht. So. Wir sind jetzt ziemlich stark verletzt. Zoberan ist ziemlich stark verletzt. Er muss sich selber erstmal heilen. Ich hasse Gift. Ja, das ist wirklich blöd. So, er hat sich jetzt irgendwie alleine bewegt, unser Takate. Ja, er hat sich alleine bewegt. Na gut. So, die Hexe. Wir laufen einfach jetzt hier rein, weil in der Hoffnung, dass er uns gar nicht folgt dann. Ah, da kommt auch noch mal so ein Ding. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Ja, super. Ist die Hexe auch noch tot? Nee, nur hingeworfen. Okay. So, er läuft zu Dergan und wirft ihn um. Unser Naurim ist dran. Naurim, 60%... Ja, macht einen Wuchtschlag. Ich bin vergiftet. Rispelmaul beendet Runde. Ich guck mal gerade. Ich glaube, das hier sollen so ein Rispelmäuler sein. Weil das hier ist ja die Iribas-Linie. Lilie. Iribas-Lilie. Okay. Ich glaube, die Taktik war nicht gut, hier reinzulaufen. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die hier besiegen. Wir laufen mal hier rüber.
und schicken mal einen dreifach Ignifaxius darüber, der dann leider nicht funktioniert. Okay. Ich bin vergiftet. Ah, die verschwindet jetzt hier. Okay. Hier wird nochmal die am Boden liegende Aurelia angegriffen. Takate macht nichts. Ja, also ich sehe da ein bisschen schwarz, ehrlich gesagt. Gibt es hier irgendwas, mit dem wir interagieren können? Nein. Den Antizauber können wir wieder mal nicht wirken. Er ist wahrscheinlich eine höhere Verzauberungsstufe als Stufe 1. Er hat nur noch eine Runde Zwang. Okay. Tja. Wir setzen einfach mal hier ein Ignisfero ein. Oh, da haben wir natürlich uns selber jetzt auch getroffen. Das war dämlich. Es sind schon 4 von diesen Dingern. Ich bin vergiftet. Dergan muss sich selbst heilen. So, dann machen wir mal einen gezielten Stich und schauen mal, ob wir sie irgendwie verletzen können. Nee, die können wir irgendwie nicht verletzen. Sie weicht meisterlich aus. Also so klappt es offensichtlich nicht. Ja, glücklicherweise ist dieser Waldschrat nicht ganz so gefährlich wie die anderen Waldschrate, die wir sonst bisher erlebt haben. Das ist gut. Wenn wir jetzt hier nochmal dreifach Ignifaxis auf diese Eribar-Linie geben, das schadet ihr. Okay, 12 Feuerschaden. Feuerschaden ist wahrscheinlich für sie auch nicht besonders gut. Es kommen immer mehr. Na, das sehe ich auch. Okay. Versuche hier ein bisschen wegzulaufen. Machen wir nochmal. Nee, dann heilen wir mal Takate. Überhaupt was Sinnvolles zu machen? Oh nee, jetzt wird er hier ferngesteuert. Das ist schlecht. Ja, Naurim und Aurelia sind schon tot inzwischen. Dergan auch und Zurbaran ist ferngesteuert. Dann bleibt eigentlich nur noch Takate übrig. Der läuft jetzt hier rein, um von diesen Spießgesellen da attackiert zu werden. Tja. Das Ganze schaut sehr schlecht aus. Ja. Takate ist jetzt auch tot. Diese Lilien können sich offensichtlich zumindest nicht bewegen. Also sie müssen dann hier runtergehen und irgendwo anders wieder auftauchen. Tja, was macht denn unser Zurbaran jetzt? Der ist jetzt niedergeworfen. Er ist nicht mehr verzaubert, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Gut. Aber es hilft uns auch nichts. Also den Kampf haben wir so gut wie verloren. Ja, 24. Jetzt haben wir verloren, tatsächlich.
Das probieren wir nochmal und versuchen dieses Mal nicht hier reinzulaufen in das Wasser. Aber im Moment schaut das alles sehr, sehr schwierig aus. Ja. Das ist eine Eriba. Und sie. Oder oh, das geht. Das können wir schon. So. Wer wird denn jetzt verzaubert? Unsere Hexe. Ich würde jetzt versuchen, vielleicht zuerst den Waldschrat zu bekämpfen. Wenn wir den los sind, dann können wir uns hier im Fernkampf um sie kümmern. So dachte ich das vielleicht, dass das vielleicht funktioniert. Problem ist natürlich, dass die dann immer hier reingelockt werden. Aber gut, so ist es dann nun mal. Kann man jetzt auch nichts ändern. So, der hier kann eventuell mit dem. Das war ganz gut. Dreifach Ignifaxius sie schon mal ziemlich schädigen. Mist. Das hat irgendwie jetzt wieder nicht funktioniert. Also, letztes Mal hat es funktioniert. Ich weiß auch nicht. Das ist mal so, mal so. Hat er denn einen Feuerzauber? Ich glaube nicht, ne? Der hat nur Fulminictus. Den Ignisfero könnte er natürlich machen. Das probieren wir doch mal. Den Ignisfero, das ist aber nicht weit genug. Dann gehen wir mal hierher. Probier mal den Ignisfero. Ja, 2 Schadenspunkte, das lohnt sich nicht. Na gut. Dann machen wir mal hier einen Todesstoß. Warum nicht? Probieren wir mal, ob sowas funktioniert. Weicht Todesstoß aus. Aha. Wuchtschlag. Ist immun gegen Hiebschaden. Oh, 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 oh. Ist immun gegen Hiebschaden, ist schlecht. Dann machen wir mal einen Dreifach Ignifaxus auf den Waldschrat. Ist auch immun gegen Feuerschaden. Ja, das ist natürlich bitter. Tja. Wir heilen mal unseren Zwerg. Probieren wir nochmal hier einen gezielten Stich. Ist er gegen Stichschaden auch immun? Er ist auch immun gegen Stichschaden. Er ist also gegen alles immun, im Prinzip. Ja, super. Ja, dann wird unser Zwerg jetzt hier mal das Waffenset wechseln, und zwar auf die Armbrust. Wir laufen hier weiterhin weg von diesem komischen Ding. Wir haben jetzt, ja, wir müssen einen Zaubertrank nehmen. Wir haben keine Zauberenergie mehr. Ja, und dann laufen wir hier weiterhin weg. Alles andere macht keinen Sinn. Versuchen einfach, ihm keine Angriffmöglichkeit zu geben. Und währenddessen mit unseren Magiern, ja. So, das heißt, wir können vielleicht versuchen, dieses Holzding hier auf ihn zu werfen. Wenn sich das gegen Holz frisst, ist immun gegen magischen Schaden. Super. Aurelia wurde niedergeworfen und vergiftet. So, zumindest greift er nicht so gut an. Okay, wir können jetzt hier schießen. Hoffentlich bringt das was. Schauen wir mal. Weicht aus. Okay, sie weicht aus, aber sie ist prinzipiell dadurch verwundbar. Dreifach Ignifaxius. Ja, das schaut doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Dann, er kann leider keinen Feuerschaden bewirken. Hat er irgendwas Fernkampfmäßiges dabei? Nee, nur ein Messer. Ja, doch, er könnte schon Er hat den Ignisfero, ne? 5 bis 15 Feuerschaden. Das heißt, wir trinken auch hier einen Zaubertrank. So, unsere Hexe ist jetzt mal wieder dran. Ja, jetzt ist sie dran, aber jetzt wird sie leider. Das ist blöd. Okay, das ist sehr schlecht sogar. Und wer wird jetzt? Jetzt wird Takate geholt. Takate wird geholt. Das ist nicht schlimm, weil Takate kann sowieso nichts ausrichten. Nicht wirklich zumindest. Okay. Okay, jetzt ist unser Zwerg als nächstes dran. 7 und umgeworfen. Na, Mahlzeit. So, wir haben, glaube ich, keinen Zaubertrank mehr, ne? Nee, wir müssen jetzt hier warten,
bis wir wieder genug Zauberkraft haben. Und wir würden jetzt erstmal versuchen, unsere Hexe zu heilen. Wir laufen mal hierher in der Hoffnung, dass wir dann genug dran sind. Ja. Und wir heilen unsere Hexe. Hat die eine Möglichkeit, einen Feuerschaden zu machen? Nee, aber die hat zumindest ihr Zorn der Elemente. Ne? Da müssen wir jetzt aber erst versuchen, hier rauszukommen. So schnell wie möglich. Ah, da kommt schon der erste Gegner wieder. Aber wir stehen immerhin noch. Jetzt nicht mehr, okay. Verdammt. So, das trifft wieder auf unseren Zwerg, der eh schon auf dem Boden liegt. Wir heilen die Hexe. Aurelia. So. Dann. Feuerschaden. 3. Das ist irgendwie zu schwach. Zu schwach. Wir sind nicht gut ausgestattet für diesen Kampf, definitiv. Ah, verdammt. Ah, warum haben die denn auch 2 Angriffe? Das ist echt fies. Ah. Unser Zwerg schafft es auch nicht aufzustehen. Versuchen, den mal hier wegzulocken. Laufen mal hierher. So, ja, dann hilft's nichts. Wir müssen unsere Aurelia irgendwie wieder auf die Füße helfen. So, und jetzt müsste sie doch... Ja, jetzt kann sie auf Land. Sie ist aber immer noch vergiftet. Das ist schlecht. Takate ist dran. Takate muss hier auf Land wieder kommen. Er läuft mal hierher, in der Hoffnung, dass der da dahin läuft. Der Waldschrat. Wir laufen mal dahin. Nee, der bleibt beim Zwerg. Okay, jetzt konnte der Zwerg aber ausweichen. Das ist gut. Unser... Sie ist, glaube ich, Stufe 3 Gift, ne? Ja. Blöd. Die hat noch nicht genug Zauberenergie für einen neuen Ignifaxius. Dann versuchen wir hier nochmal einen Ignisfero. 5 immerhin. Okay, sie hat noch 61. Das schaut für mich alles sehr, sehr bitter aus, aber gut. Wir laufen hier mal weg, damit wir noch weiter vom Wasser wechseln. Unser Zwerg. Läuft weg. Nein, jetzt wird der Zwerg geholt, oder? Nee, Aurelia wieder, okay. So, hat er die Möglichkeit, er könnte vielleicht irgendwas auf sie werfen. Schwarzer Lotus Giftschaden. Ich glaube nicht, dass sie vergiftet werden kann. Wir machen mal den Wurfspeer. 5 immerhin, okay. 56 hat sie noch. So, der Waldschrat läuft. Tja, die müssten eigentlich weglaufen jetzt, ne? Ich glaube, wir laufen wieder in die andere Richtung. So. Dann machen wir hier doch nochmal ein Ignisfaxio. Der klappt leider nicht. Ja, sie kann glücklicherweise nur sehr langsam laufen. Das ist jetzt unser Vorteil. Ich glaube, von hier aus können wir nicht. Doch, können wir sogar. Machen wir mal einen gezielten Schuss. Haha, 13, ja. Das schaut doch dann schon mal ganz anders aus. Und jetzt werden wir trotzdem mal dieses Gift hier... Nee, warte mal, das Gift zu werfen bringt wirklich gar nichts. Er hat ja aber sonst keine andere Möglichkeit, oder? Da hat er noch die Beile und das dritte Waffenset ist leer. Wir könnten hier reinlaufen, aber das bringt nichts. Das heißt, Takate ist jetzt dran, den hier abzulenken. Das ist jetzt Takates Aufgabe. Er hat sonst keine Aufgabe. Währenddessen läuft unser Magier hier hinter. Unser Magier ist der Heiler. Und der kann den Ignifaxius vielleicht gleich nochmal sprechen. Dann machen wir hier nochmal ein Ignisfero hin. 6. Jetzt hat sie nur noch 37. Ja, das kommt jetzt langsam in den Bereich, wo man sagen kann, wir könnten es noch schaffen, Leute. Der Zwerg ist wieder dran. Gezielter Schuss. Komm, nochmal so gut wie gerade. Verdammt, ausgewichen.
Ja, weicht aus, okay. Takate ist dran. Takate muss jetzt genau so weit weglaufen, dass er hier immer noch hinterherkommt, aber ihn nicht wirklich schlagen kann. Nein, das war zu weit, okay. Verdammt. Das war blöd. Okay, was können wir machen? Wir können Zurbaran helfen. Das machen wir mal. So. Dann unser Zwerg nochmal einen gezielten Schuss. Jetzt komm schon. Komm schon. Ah, verdammt. Die ist echt gut, diese blöde Lilie. So, wir versuchen ihn jetzt hier mal wegzulocken von unserem Zurbaran. Komm schon. Ja, das dachte ich mir schon. Aurelia ist jetzt tot mit minus 13, ja. So, wir könnten natürlich jetzt Aurelia wieder zum Leben erwecken. Wir könnten auch nochmal einen Fulminictus machen. Ich weiß, ich hatte sie vorher Schadenflucht, einen Fulminictus. Wir probieren es einfach mal. Das war nichts. Nee, da bringt nichts der Fulminictus. Okay, Fernkampfschaden. So, dann können wir hier doch jetzt nochmal einen doppelten Ignifaxius starten. Jetzt komm, bitte! Irgendwie hat das auch nichts gebracht. Hat er nicht sonst was gebracht, der Ignifaxius? Ich bin mir unsicher. Okay. Oh nein, Zurbaran wird geholt. Verdammt. So, wir gehen jetzt tatsächlich... Wir können hier auch mal angreifen, warum nicht? Ah. Ja, genau, wir kämpfen hier einfach mal ein bisschen. So, unser Dergan kann leider im Moment gar nichts machen. Er muss aussetzen. Wir machen hier nochmal einen Schuss. Haha, 13. Sie hat nur noch 24. Noch zwei so Schüsse und wir haben sie. Leider ist unser Zurbaran jetzt hier im Wasser. Und das ist übel. Das ist wirklich übel. So, die gehen aus irgendwelchen Gründen auf die Hexe, warum auch immer. Wir stechen hier nochmal zu. Gut. So, wir können jetzt zumindest den Zurbaran... Ne, wir können Zurbaran nicht heilen, weil er nicht zu uns gehört. Und die Hexe können wir nicht heilen. Mhm. Dann, weil sie zu weit weg steht. Dann laufen wir mal hierher. Und versuchen mal die Hexe zu heilen. Ich glaube, das reicht nicht. Aber, also ich glaube, sie wird nicht rechtzeitig wieder gesund. So, jetzt komm. Ein Schuss. Ich drücke alle Daumen. Verdammt. Ah, die gehen schon wieder hier auf die Hexe. Auf die Aurelia. Jetzt verschwinden sie aber wieder. Jetzt verschwinden sie wieder. Okay. So, wir stechen hier nochmal zu. Warum nicht? 3 Stichschaden. Und, also, Takate ist gut im Abwehren. Das ist sehr gut. So, wir können hier leider gar nichts machen. Wir müssen die Runde jetzt beenden und jetzt schießen wir nochmal. Jetzt komm. Wieder nicht, verdammt. Ah nee, schau mal. Aurelia ist jetzt für immer tot für diesen Kampf zumindest. Das heißt, Zurbaran kann sich jetzt hier hinstellen. Aber Zurbaran ist jetzt wieder dran. Das heißt, wenn wir rechtzeitig, wenn Zurbaran rechtzeitig dran ist, können wir ihn aus diesem Sumpf wieder befreien. Oh nein. Komm, Zurbaran. Zurbaran weicht aus, das ist gut. Jetzt liegt er, verdammt. Das heißt, Zurbaran hat 17 Lebenspunkte. Wir müssen Zurbaran heilen, sonst ist er gleich tot. Er wird jetzt wahrscheinlich vergiftet werden. So, wir probieren hier nochmal. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt vor. Jetzt komm, das muss doch jetzt klappen. Ja, 18, sie hat nur noch 16 Lebenspunkte. Jetzt kommt es wirklich drauf an. Jetzt kommt es wirklich drauf an. Okay, wir gehen hier ganz schnell auf Land. Ganz schnell auf Land. Okay, Takate wird geholt. Das ist gut, weil er liegt eh auf dem Boden und ist mehr oder weniger hilflos. So, der holt sich jetzt Dergan, aber Dergan kann abblocken. Das ist gut. So, Leute, jetzt kommt es drauf an. Dergan läuft mal hier hin und versucht den mal ein bisschen abzulenken. Ja, Dergan bleibt mal hier stehen.